Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongols Jakob von Infrakta und das ist Hearts of Iron 3 mit den beiden Erweiterungen von The Motherland und keine Ahnung, habe ich verdrängt. Ah, Semper Fidelis. So. Und ich habe eine Mod draufgezogen. Nur ist das schon ewig her und ich habe keinen Schimmer mehr, was das für eine Mod war. Ich glaube, das ist ein bisschen das Problem bei den Freunden hier von der Modding-Szene zu den Paradox-Spielen, also gerade bei Hearts of Iron 3, die sind halt einfach zu bescheiden. Total War Modders sind da ja völlig entspannt. Wenn wir eine Mod machen, klemmen wir vorne ein neues Splash rein, da prangt der Name unserer Mod und meistens dann noch so ein kleines Logo zum Modding-Team, da weiß ich immer sofort, wo ich bin. Die Jungs hier sind so bescheiden, die modden zwar echt tolle Sachen in das Spiel, aber man erkennt dann im Spiel nicht mehr, wer hat es gemacht und wie heißt die Mod, weil die halt das nicht erkennbar machen irgendwie. Oder ich bin zu doof. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht kann mir der eine oder andere helfen, wenn ich das jetzt spiele. Dann kommen neue Events, die Modde eingebaut haben, dass es vielleicht daran erkannt werden wird. Ja, und wenn das jemand erkennt und weiß, was ein Mod das ist, dann bitte posten. Dann kann ich das noch in den Titel reinschreiben, unten in den Kommentaren. Dann verweise ich auch gerne auf den das Read oder der da, wo ich die Mod her habe, hatte. Ich nehme an, dass es eine von den Mods ist aus der Strategiezone. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Wie gesagt, es ist ewig her, dass ich die draufgezogen habe. Ich weiß bloß, sie verändert einige Sachen. Zum Beispiel kriege ich so Events kleine, wenn ich Luxemburg oder die Schweiz angreife. Und wenn ich Österreich und hier Böhmen und Mähren anschließe, bekomme ich mit Militärmaterial und Soldaten. Das ist ja in der Vanilla nicht so. Da kriegst du ja die Gebiete, aber ich krieg weder Truppen noch Material. So, das zur Einleitung. Allgemein, ich möchte das nicht so unglaublich verlabern wie hier das Video zu Victoria 2 am Anfang. Da habe ich ja echt, boah, naja. Ja, hier muss ich gar nicht viel erzählen. Hearts of Iron 3, das kennen eigentlich, glaube ich, die meisten Leute. Ist halt quasi so der Fronttitel von Paradox. Auch natürlich Grand Strategy Titel. Wobei es hier nicht so sehr um Ausbau von Wirtschaft geht wie in Victoria. Auch nicht so personalisiert wie in Crusader Kings. Logischerweise. Hier dieses Spiel ist relativ eingegrenzt oder beschränkt, auch was die Diplomatie angeht, weil es geht nur mal um den Zweiten Weltkrieg. So. Jetzt ist es auch natürlich möglich, wirklich jedes Land zu nehmen. Ich habe auch mal spaßeshalber Griechenland genommen. Oder ich habe auch mal Argentinien genommen. Aber letztlich führt das eigentlich in meinen Augen zu nichts. Um das Spiel erfolgreich spielen zu können, oder auch sinnvoll eigentlich möglich, muss man einen der Big Player nehmen. Also von den Achsen entweder Japan, Deutschland oder von mir sogar Italien, wenn man es richtig mit der groben Kelle braucht. Und ansonsten, wenn man von den Kommentaren her spielen will, eben die Sowjetunion oder China, kann man auch machen. Weil China soll auch ziemlich heftig sein. Ich habe es ja nicht ausprobiert, habe ich auch irgendwie gar keine Lust drauf. Und halt von alliierter Seite eben England, Großbritannien, die USA oder Frankreich. Die anderen Staaten, das waren eben aus wirtschaftlichen, militärischen Gründen, laufen die halt unter ferner Liefen. Die hängen sich entweder in die großen Blöcke dran oder die werden früher oder später vereinnahmt. Also es macht in meinen Augen zum Beispiel überhaupt gar keinen Sinn, irgendwie Polen oder die Tschechoslowakei zu spielen, weil das Spiel recht zügig beendet. Ich habe jetzt Deutschland genommen. Das ist jetzt ein bisschen langweilig. Andererseits, weiß ich jetzt auch nicht, ob es jetzt so spannend wäre, mir zuzuschauen, wenn ich irgendein, keine Ahnung, republikanische Spanien nehmen würde, um dann früher oder später von irgendeiner Großmacht vernascht zu werden, trotz heftiger Gegenwehr. Zudem ist es so, ich kann nicht, in diesem Spiel kriege ich es nicht auf die Reihe, die Sowjetunion oder die Alliierten zu nehmen. Was heißt in dem Spiel, ich kriege das eigentlich nie auf die Reihe. Es ist völlig irrelevant, ob ich Total War Empire spiele. Empire Total War. Dann nehme ich mal Preußen und Österreich. Oder Victoria, dann nehme ich Österreich oder Preußen. Oder wenn es eine deutsche spielbare Fraktion gibt oder eine deutschsprachige, dann nehme ich die. Es ist nur bei allen völlig zu Recht eingewandten, es ist nur ein Spiel.
Ich krieg das nicht auf die Reihe, mit englischen Langstreckenbomber deutsche Städte auszubombardieren. Oder mit russischen Truppen Wien abzufackeln. Das geht einfach nicht. Da sträubt sich in mir alles. Da gehen mir die Nackenhaare hoch. Es tut mir echt leid, aber ich krieg das nicht hin. Ich kann nicht gegen mein Volk, gegen mein Land Krieg führen. Und wenn es auch nur ein Spiel ist. Sorry, aber es gibt vielleicht Leute, die können das verstehen. Die sehen das ähnlich oder empfinden das ähnlich. Also, seht es mir nach, wenn ich jetzt ganz langweilig auch wieder Deutschland nehme, wie 15 Millionen andere Spieler auch. Ja. Und natürlich ist es halt in dem Szenario extrem schwer, Deutschland zu nehmen, weil man natürlich immer im Hinterkopf hat, ja, welche Pappnasen hier zu der Zeit eben Deutschland regieren und warum es in den Zweiten Weltkrieg gibt. Aber das muss man, glaube ich, bei dem Spiel einfach ausblenden und es einfach als eine hochinteressante historische Simulation betrachten und im Prinzip wie ein Schachspiel. Das geben ja auch die Symbole auf der Karte entsprechend her. Es ist ja jetzt nicht so, dass das Spiel irgendwie eine tolle 3D-Grafik hätte, wenn man irgendwie sieht, wie da gegeneinander gekämpft wird, sondern die übersichtlichste also meiner Augen nach übersichtlichste und beste Methode ist halt wirklich die taktischen Zeichen auch zu lassen. So, wer jetzt keine militärische Ausbildung genossen hat, der hat am Anfang vielleicht ein paar Schwierigkeiten zu erkennen, dass das hier zum Beispiel das typische Symbol für Panzertruppen ist, das hier das typische Symbol für Infanterie und na, haben sonst irgendwas? Ja, Hauptquartier ist klar. Habe ich irgendwas anderes noch? Im Moment am Anfang. So, ja, irgendwo in den Divisionen gammeln irgendwelche kleinen Regimenter drin rum, oder? Genau. Also das hier, wenn hier unten so Punkte dran sind, das ist motorisierte. Pioniere haben eben diese Brücke. Ja. Haben wir denn noch was Hübsches? Ich glaube, irgendein Hauptquartier doch irgendwie am Anfang so ein bisschen. Da hier, das sind Aufklärer, drei Punkte darunter. Aber das ist jetzt ja nicht so wichtig und das kriegt man da relativ schnell auf die Reihe. Das, was das Spiel so hochinteressant macht, ist natürlich, wie man sieht, die Unmengen wieder an Provinzen. Nehmen wir jetzt mal irgend so ein Ruhrpottgebiet hier, nehmen wir mal Essen. Ja. Essen hat Industriekapazität, das ist wichtig, weil mit Industrie bezahlt man, also in Anführungszeichen bezahlt man im Prinzip alles. So, die komplette Produktion von Truppen läuft eben über diese IC, diese Industriekapazität. Diese Industriekapazität wird verteilt eben auf diese fünf Bereiche eben, Aufrüstung von Truppen, Nachschub von Truppen, also Reservetruppen, dann der echte Nachschub, Nahrungsmittel und Munition. Die Produktion von neuen Truppen und eben die Nahrung für die Zivilbevölkerung. Stichwort Brot und Butter. Ach Quatsch, Butter, Brot und Butter, Butter und Kanonen. Also man braucht Butter und Kanonen. So, dann hat man diese quasi Rohstoffe, nämlich Energie, Metalle, ja, seltene Materialien, Rohöl. Das ist der Nachschub, den man hier herstellt. Dann hat man natürlich Geld und man hat Treibstoff, also raffiniertes Öl. Und man kann aber Öl auch noch konvertieren aus, ich glaube, was, jetzt will ich nichts Falsches sagen. Was wird denn konvertiert? Genau, ich glaube, Energie wird konvertiert. Das heißt, Energie im Prinzip die Bezeichnung hauptsächlich ja für Kohle und sowas im Spiel. Moment, sieht das hier aus? War man im Kohlebergbau in Deutschland damals im Ruhrpott und natürlich in Schlesien, Oberschlesien. Da. Ja, genau, 60 Breslau. Also und die Energie kann man konvertieren. Kennt ihr vielleicht noch irgendwo, habt ihr das mal gehört? Dann könnt ihr das mal googeln, die Umwandlung eben von Kohle zu Treibstoff. Ist ja heute wieder ein Thema. Und das kann man mit der technologischen Forschung kann man das noch verbessern. Hier mit Industriebereich. Wo haben wir es? Da, Kohle zu Ölkonversion. Und ja, und natürlich die Effizienz beim Raffinerieren von Rohöl. Hier oben kriegt man das angezeigt, was man hat an Rohstoffen. Und wenn es rot ist, heißt das, man macht da in dem Bereich Minus, also man verbraucht mehr, als man produziert. Hier ist die Anzeige für die Industriekapazität. Das ist die Manpower, also die Zahl an wehrfähigen Männern im Land, die man natürlich braucht, um Truppen wieder aufzufüllen, beziehungsweise neue Truppen aufzustellen. Dann Diplomatiepunkte, die man braucht man eben für das Verhandeln mit anderen Ländern. Da zum Beispiel, wenn man von einem anderen Land, keine Ahnung,
Japan oder so oder Italien, verbündeten Ländern was haben möchte, zum Beispiel von denen Fahrzeuge in Lizenz produzieren will. So, Technologie ist natürlich eine ganz wichtige Sache, um eben überhaupt erst an bestimmte Truppenarten zu kommen, mechanisierte Infanterie zum Beispiel, bessere Panzer, Flugzeugträger, das muss man alles erstmal erforschen, bevor man es bauen kann. Am Anfang ist das relativ beschränkt, was man bauen kann, also man kann leichte Panzer bauen, motorisierte Infanterie. Und das, was das Spiel so interessant macht, man muss diese Truppen zusammenstellen. Weil der Zweite Weltkrieg ist ja im Prinzip in der Entwicklung, also es beginnt im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg kommt das dann zum quasi ersten Höhepunkt, der Krieg der verbundenen Waffen. Das nennen Laien immer ganz gern Blitzkrieg-Taktik und Laber-Rhabarber. Letztlich ist es aber das Gefecht der verbundenen Waffen. Das heißt, es geht nicht darum, eine große Infanteriefront aufzubauen wie im Ersten Weltkrieg. Man hämmert stundenlang mit Artillerie aufeinander ein, dann lässt man Infanterie über freies Feld in MG-Feuer rennen, was zu extrem vielen Soldatengräbern führt, sondern man versucht erstens die Initiative zu behalten. Das heißt, man versucht dem Feind aufzuzwingen, das, was man will. Also ich habe den Plan, von A nach B zu fahren. Der Feind will das verhindern. Jetzt muss ich es aber dem aufzwingen, dass ich das trotzdem kann. Und das kann ich, indem ich eben meine Truppen entsprechend einsetze und miteinander im Gefecht verbinde. Die Stärken und Schwächen. Also Panzer und Infanterie, was dann eben die Panzergrenadiere gibt. Verbunden mit Artillerie zur Unterstützungsfeuer. Nur gelenkte Artillerie macht Sinn. Im Ersten Weltkrieg hat man ja also quasi Artillerie eingesetzt einfach als Massenwaffe, um die Landschaft umzugraben, was extrem ineffektiv war. Artillerie muss immer geführt werden von einem Artilleriebeobachter und punktuell eingesetzt werden, damit sie sinnvoll eingesetzt werden kann. Ansonsten ist das, man kann auch als Sperrwaffe einsetzen, das geht natürlich auch. Aber das ist eher ein Mittel der Defensive. So, und natürlich haben die Deutschen das so effektiv umgesetzt, dass sie das noch verbunden haben mit den Luftstreitkräften, die Luftüberlegenheit haben mit den Jägern hergestellt und dann mit Bombern wie eben den berühmten Stukas im Verbund mit den Bodentruppen eingesetzt haben. Es war das damals schon noch ziemlich ja, schwierig aufgrund der Kommunikation. Und das war natürlich dann auch entscheidend in dem Krieg. Die Nation, die eben was die Kommunikation Vorsprung hatte. Die deutschen Panzer und Flugzeuge, die hatten relativ zügig Funkgeräte. Und zwar alle. Während andere Länder noch ganz lange mit Flaggensignalen sich verständigen mussten, also die Panzer. Das ist heute kaum noch vorstellbar, ist aber tatsächlich so, könnt ihr mal googeln, da sieht man auch schön viele Bilder, wo irgendwelche Kommandanten oben aus dem Panzer rausgucken und wedeln mit Fahnen. Dass das im Gefecht, wenn es richtig zur Sache geht, eher unpraktisch ist, das haben dann viele Länder schnell und auf bittere Art und Weise feststellen müssen. So. Also man muss die zusammenstellen. Jetzt haben wir hier zum Beispiel, das ist zum Beispiel die 3. Infanteriedivision unter von Falkenhorst. Ich kann jetzt hier zum Beispiel einen anderen General einsetzen. Diese Generäle bringen Boni mit. Also zum Beispiel Falkenhorst ist ein Spezialist für Offensive, also für Angriffstaktiken, und er ist Winterspezialist. In seiner Division hat er 3 Infanterieregimente. Wie man sieht, kann ich diese Regimente aufrüsten, wenn ich das wollte. Entweder zu Gebirgsjägern, zu Motorisierten oder zu Pionieren. Können wir die mal kurz anklicken? Dann sieht man hier die Werte und auch hier unten die Bewaffnung. Wie man sieht, das ist alles noch nicht erforscht. No, no, no. Das ist alles noch hier ein bisschen veraltetes Zeug. Also ganz normale Fußlatsche. Kennt man ja. Trampeln durchs Gemüse, wir trampeln durch die Saat. Hurra, wir verblöden für unseren Vater Staat. So. Guten alten Fußsoldaten. Dann haben wir hier zum Beispiel die 1. Panzerdivision unter Schmidt. Der hat 2 leichte Panzerregimente, er hat ein motorisiertes Infanterieregiment und er hat eben Pioniere. Pioniere sind gerade für diese Division extrem nützlich, weil die erhöhen noch die Geschwindigkeit, indem sie ihm Boni geben in Wäldern, wenn es darum geht, Sumpfgebiet zu überqueren, wenn es darum geht, Flüsse zu überqueren. Die geben auch Boni in der Verteidigung, im Angriff. Kennt man ja vielleicht noch die guten Sturmpioniere. Die waren gerade auf deutscher Seite so hocheffektiv, dass man am Zweiten Weltkrieg den Deutschen verboten hat, Sturmpioniere wieder aufzustellen. Deutschland hat bis heute keine Sturmpioniere, sondern
Die Waffenfarbe der Sturmpioniere wurde, glaube ich, abgegeben an die Musiker oder irgendwie sowas. Weiß ich gar nicht mehr genau. Ich glaube, die waren mal weiß, die Waffenfarbe. Heute, die Pioniere haben nur noch schwarz, was heute an Pionieren in der Bundeswehr herumrennt. So, und eine Division hat Slots. Also eine Division, wie man gerade in der Panzerdivision gesehen hat, hat am Anfang maximal 4 Slots für Regimenter zusammenzufassen. Später kann ich durch Technologie noch eine fünfte dranhängen, was extrem nützlich ist. Und diese Division wiederum fasse ich zusammen in Korps, die wiederum in Armeen und Armeegruppen. Das sieht man dann hier, wie die dann miteinander vernetzt sind. Der Vorteil ist einfach, wenn ich zum Beispiel hier das 5. Armeekorps und der Brauchtitsch anschaue, der hat im Moment 3 Divisionen in seinem Korps. Jetzt kriegt die Division und der Prämher kriegt nochmal die Boni, wenn auch abgeschwächt von dem Brauchtitsch. Und das geht Brauchitsch. So. Brauche ich mir gerade merken, der Mann war, glaube ich, spätestens kurz nach Anfang Barbarossa war der, glaube ich, direkt im Fenster. Ich glaube, der wurde abgesägt. Irgendwas hat er verkackt. Weiß ich gar nicht mehr genau. Müsste ich googeln. Ist ewig her, dass ich das Buch gelesen habe über Operation Barbarossa, aber ich glaube, der war damals. Nee, ist ja egal. So, auf jeden Fall macht das eben Sinn von der Organisation und auch von der Nutzung von Infrastruktur Verbrauchsgüter, die Zuteilung von Verbrauchsgüter, wenn ich die Divisionen einfach einzelne Regimente hier rumwuseln lassen würden, dann wären die höchst ineffektiv. Und das ist etwas, was eben Anfänger in dem Spiel am Anfang etwas abschreckt, dass es etwas trocken aussieht und etwas kompliziert, man kommt aber relativ schnell rein. Und wenn man dann mal drin ist, dann findet man das extrem spannend, stundenlang quasi die Organisation und Umorganisation dieser Truppen, wie man da am effektivsten Korps zusammenstellt, die entsprechenden Generäle gibt. Wer das noch nie gespielt hat, der wird gerade denken, der ist nicht ganz knusper, der Monty. Wer das Spiel schon mal gespielt hat, der weiß, wovon ich rede. So, dann gibt es natürlich Marinestreitkräfte, wie hier eben die Schleswig-Holstein, die ja in Königsberg rumliegt und später mal 39 eben die Westerplatte beschießt in Danzig. Das war eben hier ein alter Erster Weltkriegslinienschiff. Das wurde im Zweiten Weltkrieg nur noch als Schulschiff verwendet. Ich glaube, als Kadettenschulschiff oder sowas. Weiß ich nicht mehr genau. Dann haben wir hier ein paar ziemlich Pille-Palle-U-Boote. Ich persönlich habe die U-Boote fast nie benutzt in dem Spiel. Ich habe auch als Deutscher immer lieber Flugzeugträger gebaut und das zügig ausgebaut. Und wir haben Flugzeuge. Auch die fasst man natürlich wieder entsprechend zusammen. Hier haben wir Heinkel 51 hier, die sind aber schon in Aufrüstung, wie man hier gerade sieht. Die werden bald die frühe Messerschmitt 109 sein. Und wir haben hier, die sind auch in Aufrüstung, taktische Bomber, Junkers Ju-52. Das wissen ja viele gar nicht. Die Tante Ju war im Zweiten Weltkrieg. Die meiste hat ja Transportflugzeug eingesetzt, aber vor dem Zweiten Weltkrieg oder am Anfang noch, vor allem halt in Spanien-Feldzug eben in der Legion Condor wurde die als Bombe eingesetzt. So, dann gibt es aber noch andere Flugzeuge, zum Beispiel eben die Stukas, die fallen hier drunter. Marineflugzeuge, dann strategische Bomber, das vor allem die Alliierten setzen die gerne ein. Dann gibt es natürlich die Trägerflugzeuge und es gibt Transportflugzeuge. Transportflugzeuge brauchen wir eben für Fallschirmjäger abzusetzen oder auch um Nachschub in Eingänge zu transportieren. Ich habe das allerdings nie wirklich effektiv einsetzen können für Nachschub. Entweder war ich zu doof oder ich fand einfach das Verschwendung, weil die unheimlich viel IC verbrauchen, der Bau von diesen Dingen und extrem langsam auch gebaut werden. Also ich habe, glaube ich, nie Transportflugzeuge gebaut. Ich habe aber generell wenig Fallschirmjäger gebaut und eigentlich auch nie als Fallschirmjäger eingesetzt, sondern immer als ganz normale Infanterie, allerdings dann als Brennpunkten eingesetzt. So, und jetzt beende ich die erste Folge, sonst wird die nicht schon wieder so lang und ich spiele das ja weiter. Ich zeige euch das weiter, wie das hier ablaufen wird. Und wie gesagt, wenn einer erkennt, welche Mod ich da spiele, es wäre super nett, wenn ihr mir das posten könntet, dann könnte ich das nämlich eintragen. Bis im nächsten Video dann. Tschö!